Ja, ist ja gut, ist ja gut. Dann laufen wir mal weg. Hallo. Guten Tag. Au. Ja gut, dann folgen wir mal gerade noch dem Kani. Rechts oder links? Rechts? Ui. Auch egal gewesen, wenn wir links gegangen wären, ne? Ein Schrein der Hoffnung. Oh. Selbst in diesen Zeiten können wir nicht die Dinge aufgeben, die uns menschlich machen. Ja, Ansichtssache, oder? Das ist ein schöner Schrein. Das ist, ne, wirklich, wirklich schön. Oh, man kann sie ausblasen. Ich mach dir deinen Schrein kaputt, ne? Ich würde sagen, du machst die alle an und ich mach die alle aus, ne? Ach. Okay, sollen wir uns jetzt noch ein bisschen hier aufhalten? Ein bisschen hier gucken. Hier ist sehr schön. Ja, ganz toll. Haben auch sämtliche Waffen nachgeladen. Äußerst wichtig. Ah! Das wär's. Okay. Geht klar. Bis dann. Tschö. Denk dran, alles hängt von dir ab. Ja. Von dir allein. Bis zu unserem nächsten Treffen, Artyom. Ja, tschö. Mhm. Netter Mann. Mhm. Dann, oh je. Springen? Genau. Ja, jetzt sind wir alleine. Das gefällt mir nicht so sehr. Eigentlich gar nicht. Aber... okay, jetzt hört das Blitzdings da oben mal auf. Komm mal hier. Okay, das hat jetzt nicht sonderlich viel gebracht, aber ich bin begeistert, dass wir das herausgefunden haben. Schon nach ein paar Stunden Spiel, dass man mit dem Feuerzeug hier die Spinnenweben entfernen kann. Muss man ja mal wissen. Okay, es geht da lang. Dann bücken wir uns mal und holen eine Waffe mit Licht. Wobei wir generell wohl Licht haben. Egal, welche Waffe wir haben. Welche will ich denn? Ich will die hier... Bulli, da hat einen Schalldämpfer. Je nachdem, wie wir uns ruhig verhalten sollen. Und die Messer haben wir ausgewählt. Ja, die fand ich ganz toll. Also, wenn man da einen Kopf trifft, dann sind sie erstens direkt tot. Und zweitens... kann man den Bellos die... Messer auch wieder aus dem Kopf entfernen. Sehr praktisch. Also im besten Fall kein Verlust. Nur Win-Win-Situation. Sehr schöne Sache. Aber hier finde ich es jetzt nicht so schön. Ist jetzt ein bisschen so ramponiert hier. Wer ist da? Artyom. Nicht bewegen. Okay. Hey, alles gut. Es ist ein Mensch. Mach das Licht aus. Ja, die Bellos hier mal nicht. Das ist das, was zählt. Komm herein, wir sind eine freie Station. Danke. Ich meine, die Bellos können ja auch schlecht die Arme heben und sagen, ja, ich mach nichts, ne? Ich sag jetzt nur, ja. Ist ja gut, ist ja gut. Hallo. Guten Tag. Muni? Sei vorsichtig, Junge. Unsere freie Station steht unter dem wachsamen Blick der Roten. Verfolgungswahn heißt das neue Spiel hier. Also bleib unter dem Radar. Verstanden? Verstanden. Danke. Tschö. Nur ein gut gemeinter Rat. Ja. Ah, das war's. Das war der Rat. Okay, alles klar. Okay. Dann, Achtung, Achtung! In der Waffenkammer wird derzeit eine Ausweiskontrolle durchgeführt. Bitte bleiben Sie bei Ihren registrierten Wohnstätten und unterstützen Sie die Gesetzesvertreter bei Ihrer Arbeit. Seien Sie aufmerksam, Genossen. Der Feind schläft nie. Mhm. Können wir uns dann mit unserem Ausweis in die Waffenkammer begeben oder gibt es damit dann Probleme? Haben wir überhaupt einen Ausweis? Hallo? Hm.
Zur Hölle mit dir! Hm. Danke. Hey. Wir klopfen nochmal. Verzieh dich! Mensch, nochmal klopf. Oh. Oh. Stopp, stopp. Oh. Hi. Hi. Hau ab. Du sollst verschwinden. Bist okay. Du da, oder was? Mm. Ja, die sind hier nicht so gut drauf. Die, Gesicht zur Wand. Dies ist eine Inspektion. Aber nicht doch. Ich bin doch nicht vom anderen Ufer. Lass den Quatsch. Bereit machen zur Inspektion. Dafür bin ich immer bereit. Herr Doktor, könnten Sie auch meine Prostata untersuchen? Mein Baby leuchtet so seltsam. Muss wohl die Strahlung sein. Du Freak! Ach, Hölle! Dann treten Sie doch dahin, wo es Ihnen am besten gefällt. Aufpassen. Ganz schön schlapp. Kriegen Sie nicht genug zu essen? Der ist ein echter Komiker. Davon sieht man nicht viele. Dann probier mal das nicht hier, du Knallkopf. Hau, ach, das. Ruhe. Und wer bist du? So, was ist hier los, ihr kleinen Frischchen? Hände ausstrecken. Du bist verhaftet. Wieso? Ich habe nichts gemacht. Schon gut, schon gut. Ich komme auch so mit. Halt! Oder ich schieß auf! Okay. Ich bring ihn um! Los! Kommt mir nach! Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Dann laufen wir mal weg. Hallo! Guten Tag! Au! Wir müssen gerade hier ein bisschen geduckt gehen. Okay, ja, dann lauf doch! Ich komme, ich komme, ich komme. Links. War wohl nicht so gewollt. Das Geräusch eines heimlichen Mordes kann nur über kurze Entfernung, im Gegensatz zu allen anderen Tötungsarten, gehört werden. Essen? Der ist ein echter Komiker. Davon also wir müssen dann hier durchlaufen. Dann probier mal das hier, du Kst. Ruhe. Und wer bist du? Der Freund dieses Komikers? Nein. Hände ausstrecken. Eigentlich kenne ich ihn gar nicht. Aber ist okay. Also, nein. Oh. Schon gut, schon gut. Ich komme auch so mit. Halt! Oder ich schieß auf! Scheiße! Ich bring ihn um! Los! Komm mir nach! Okay, okay. Ich weiß nicht, was da oben links steht. Das geht zu schnell. So, ganz schnell jetzt hier. Wir wissen jetzt schon den Weg. Okay. Wir laufen jetzt einfach. Komm! Komm, los, lauf! Ich bin ja unterwegs, ich komm ja. Ich bin sehr dicht neben dir. Nee, das hier ist nach links. Er sagt, ich soll nach links laufen. Ich meine, wir sind ja sozusagen nach links gelaufen. Vielleicht meint er noch ein anderes links, ja? Gucken wir mal. Wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das schon hin. Ist kein Problem. Wir hängen jetzt gerade an der blöden Stelle fest. Und wer bist du? Immer noch dieselbe Person wie vorher. Ja. Hände ausstrecken. Du bist verhaftet. Ja, ich bin immer noch nicht begeistert davon. Schon gut, schon gut. Er kommt doch so mit. Ich komme auch so mit. Mhm. Halt! Oder ich schieß auf! Ich bring vielleicht können wir gerade lesen, was da steht. Umschalt. Okay, und mit Umschalt, weil uns Handschellen angelegt wurden. Runter, 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 laufen, laufen, laufen. Komm, beweg dich.
können nicht sonderlich schnell laufen. So, jetzt sagt er nach links. Ah, da lang. Okay, Entschuldigung. Entschuldigung. Okay. Sorry. Ach nein, nicht schon weiter. In der Waffenkammerstation wurden die meisten Waffen der Metro gebaut. Darüber lag früher eine Waffenfabrik. Und nach dem Atomschlag siedelten die Arbeiter sich hier an. Ich suchte nach André, dem Waffenschmied. Aber er fand mich zuerst. Der einzige Weg führt aber über ein gottverdammtes Schlachtfeld. Die Front zwischen den Faschisten und den Rotten. Du brauchst eine Verkleidung. Nimm diese Overalls und ziehe sie über deine Sache. Die Roten suchen Freiwillige, um die Befestigungen der Faschisten zu stürmen. Sie wollen gerade einen Zug voll mit neuen Rekruten direkt ins Gefecht schicken. Aber du wirst unangekündigt mitfahren. Nicht gerade erster Klasse, aber du musst auch nicht mit deinem Blut bezahlen. Sobald der Zug an der Streckensperre vorbei ist, bist du auf dich selbst gestellt. Alles klar. Dann hat der uns unseren Arsch gerettet, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Darauf... Kleinen Moment. Finch, echt keinen Klang. So, was haben wir hier? Das Buch, ja. Noch ein Buch. Hauptsächlich Bücher. Okay, verfluchte Station haben wir leider nicht eingesammelt. Die war auch echt ätzend. Waffenkammer war jetzt am Anfang auch etwas schwerfällig, aber wir sind jetzt weitergekommen. Zum Glück. Okay, Eintrag 1. Viele in der Metro hassen die Roten, weil sie Angst vor ihnen haben. Die Roten leiden ständig Hunger, obwohl sie rund um die Uhr arbeiten. Man sagt ihnen, dass sie für eine bessere Zukunft arbeiten, aber Jahr für Jahr verschlechtert sich ihr Leben immer weiter. Sie kämpfen mit Hingabe, als wenn sie überhaupt keine Angst vor dem Tod hätten. Und ihre Kommandanten werfen sie einfach weg, stapeln ihre Leichen auf, um feindliche Waffenstellungen zu blockieren. Sie verbringen ihr Leben, als wenn sie unsterblich wären, aber sie sind sterblich und sie sterben vor Erschöpfung an Überarbeitung durch Schüsse, die von ihren Feinden und ihren eigenen Kommissaren abgegeben werden, die den Befehl haben, jeden zu erschießen, der die Flucht antritt. Man sagt ihnen, dass sie überlegen seien, dass sie aus Stahl seien, nicht aus Fleisch, und deshalb habe ich Mitleid mit ihnen. Wofür leben und sterben sie? Die Idole der Vergangenheit sind längst tot, aber man sagt es ihnen nicht. Die Sprüche, mit denen sie kommunizieren, sind in der heutigen Welt bedeutungslos. Man verbietet ihnen zu reden oder auch nur frei zu denken. Jeder, der Fragen stellt, ist ein Verräter. Jeder, der sagt, dass das Leben außerhalb der roten Linie besser sei, ist ein Spion und Saboteur. Sie müssen alles Menschliche an sich verbergen und wir alle anderen werden. Verzeihung. Aber es gibt hier auch Leute wie André den Schmied. Leute, die es ablehnen, die Hoffnung aufzugeben und ausharren. Wenn ich in seine Haut stecken würde, wäre ich längst abgehauen. Warum ist er noch hier? Hat er Angst, auf seiner Flucht erschossen zu werden? Ich denke, diese Angst ist gerechtfertigt hier in dieser Situationslage, ja. So, okay. Moment, ich kann das hier noch so... Nein, Moment. So, ja genau. Gehen Sie zur Polizei, finden Sie dort einen Ranger namens Miller. Das lesen wir immer wieder. Waffenkammer, verstecken Sie sich auf einem Wagen, der zur Front fährt. Mhm. Und dann wollen wir hier noch gerade ein bisschen einsammeln, ne? Er atmet, ich schätze, er hat zu viel am Tisch gesessen, ja. Deswegen ist er jetzt ein bisschen groggy. Was haben wir hier? Hier haben wir noch Schuhe, das Buch haben wir gelesen. Die Hütten finde ich, also die einzelnen Räumchen hier, die sind natürlich äußerst klein. So manche wird wohl ein bisschen Angst bekommen, beziehungsweise klaustrophobisch Platzangst. Aber ich finde sie sehr gemütlich, würde mir fast schon zusagen. Ich mag es lieber klein, ja. Das ist dann, habe ich auch die Übersicht. Wir können uns ja mal gerade hier einmal so umgucken. Hallo! Nee. Hi! Okay. Also die sind äußerst freundlich. Kann man nicht anders sagen. Hallo. Auch keine Reaktion. Super gut, alles klar. Dann lassen wir das hier mal an.
Dann dippeln wir mal langsam. Oder auch ein bisschen schneller. Nach vorne, sind wir schon hier nach links. Können wir hier noch irgendwas einsammeln? Und wie? Ah, sehr gut. Hier im Aschenbecher liegen Patronen. Alles klar. Oh! Und hoch! Und hoch! 10. 11. Sehr schön. Schön gerade bleiben. Zieht der Bob es mit hoch. Oh, auch sehr schön hier. Schöne Klimmzüge. Ja, gefällt mir sehr gut. Ja, schön nach oben. Sehr gut. Der putzt. Okay, schön nach geradeaus. Schön wischen. Ja, wieder zurückziehen. Ja, nach vorne. Sehr gut. Also läuft hier. Machen sehr ordentlich hier ihre Arbeit. Ihr Sporttraining und überhaupt. Nur für autorisiertes Personal. Was willst du denn? Mhm. Ach, hier. Links gewinnt, obwohl rechts hat einen geilen Hinterkopf, von daher. Und so eine coole Narbe über dem Auge. Ich weiß es nicht, wer gewinnt. Sieht auf jeden Fall spannend aus. Hier hängt ein Haken. Hier. Ah. Filtermesser. Alles, was man für die Reise durch gefährliche Gebiete braucht. Wir haben 5, ne? Brauchen wir nichts mehr. Heilmittel für alles. Sind immer nützlich. Genau. Können wir nochmal zurückgehen? Dann hätte ich gern hier sowas. Ich würde noch von den Feuerdingern kaufen, aber ansonsten können wir nicht mehr kaufen. Und die anderen fand ich blöd. Hast du dich geschnitten beim Rasieren? 3-mal so. Quer über das Gesicht. 4-mal bestimmt. Ich sehe die eine Fuchtin aber nicht. Hi. Füll dein Arsenal auf, solange du kannst, aber vergeude keine Zeit. Der Zug fährt pünktlich ab und wartet nicht auf dich. Ja, Sir. Danke. Hi. Ich würde mal gern einkaufen. Also die hier tue ich auf jeden Fall mal anpassen. Die gefällt mir nämlich äußerst gut. Was hat die denn hier? Oh. Ein Stück Militärtechnik aus der Vorkriegszeit. Diese Nachtsicht-Zieloptik ermöglicht ein präzises Treffen von Zielen im Dunkeln. Nein, wir haben noch eine Taschenlampe. Was ist das? Diese Zieloptik aus der Vorkriegszeit macht das Zielen bei geringen und mittleren Entfernungen einfacher, ohne jedoch zu viel vom Sichtfeld zu opfern. In geringen und mittleren Entfernungen. Dort hier ist wohl ein Zoom. Macht das Ziel bei geringen und mittleren Entfernungen einfach, schränkt das Sichtfeld jedoch ein, sodass eine Nutzung in den beengten Tunneln schwierig ist. Holen wir das hier. Ich meine, wir haben ja ein bisschen Munition. Können ja ruhig dann... Oh, was war das? Mündungsfeuer. Dämpft den Knall und verringert die Streuung. Außerdem wird die Projektilgeschwindigkeit verringert, was geringeren Schaden zur Folge hat. Nee, das mischt ich nicht. Ich möchte schon ordentlich Schaden raushauen. Ein Laservisier aus der Vorkriegszeit ermöglicht das Ziel mit der Waffe bei geringen Entfernungen und somit präzise Treffer. Ein Laservisier. Das klingt gut. Das wollen wir noch haben. Ja, bitte, danke. Gut, das haben wir angebracht, alles klar. Lauf, Zieloptik, verschiedenes. So, die lasse ich jetzt erstmal so. Ich hätte aber gern noch Muni. Hast du auch Muni? Nee. Wie sie wollen. Ich will Munition haben. Ich habe ja schon was von dir gekauft. Aha. Hi. Und ich will Ankauf. Ja. Und zwar möchte ich für hier die Waffe erstmal. Wie viel kann man noch kaufen? Die Waffe braucht. Ah, okay, wenn man auf die Munition geht, dann sieht man auch, für welche Waffe die ist, oder? Ja, Moment mal gerade. Geh mal weg da. Guter Deal. Ja, ja, lass mich mal gerade gucken. Wir haben jetzt für die nur noch 30 Schuss. Aber was braucht die für Munition? Oder ist die voll? Wir holen uns doch von den Kleinen. Moment. Hi. Ich möchte mal gerade nochmal hier, genau.
So. Okay, muss reichen. Muss jetzt erstmal reichen. Ja, bitte schön. Ich meine, danke. Okay. Ich glaube, hier ist so soweit alles klar. Ah, seht ihr mal, hier haben wir noch was gefunden. Ich darf mal ganz kurz was trinken, bitte, danke. Jetzt können wir auch lesen. Und zwar Waffenkammer Eintrag 2. Ich schlag mit André nicht falsch. Ich habe ihn nur gewaltig unterschätzt. Er hat keine Angst vor der Flucht. Er macht nur Dinge, für die man wesentlich mehr Mumm braucht. André hilft anderen bei der Flucht aus der roten Linie und riskiert minütlich sein Leben. Er und seine Freunde haben viele Flüchtlinge in Sicherheit gebracht. Durch ein Netzwerk aus verlassenen Gängen und vergessenen Tunnels, von denen die Roten noch immer nichts wissen. Die Flüchtlinge nehmen im wahrsten Sinne des Wortes die U-Bahn, um vor der roten Linie und in die Metro zu entkommen. Doch für mich macht André das umgekehrt. Ich muss zur Front des endlosen Kriegs zwischen roter Linie und Reich gelangen. Ich nehme den Zug, der eine frische Ladung Kanonenfutter in den Fleischwolf schickt. Der wichtigste Teil ist es, zu wissen, wann man abspringen muss. Okay. Und wissen wir das? Wissen wir, wann wir abspringen müssen? Apropos abspringen, wie kommen wir da wieder hier hoch? So, nochmal hier Bunsenbrenner, wunderbar. Wir haben die Munition aufgenommen, wir haben den Eintrag gehabt. Hallo, ich will da hoch. Artyom, siehst du dieses Gepäckfach? Kletter hinein. So. Entschuldigung. So blöd. Also, was meint ihr, Leute? Gehen wir, ja? Ja. Ich würde sagen, ihr könnt jetzt gehen. Ich finde gut, dass hier ein Buch liegt. Kann ich zwischendurch noch lesen. Danke, André. André. Hey, André. Ist es wirklich sicher da drin? Ich möchte nicht, dass er auf die Schienen fällt. Also, das ist keine erste Klasse. Aber er ist so gut wie tot, wenn er hier bleibt. Er würde direkt zur Lubjanka wandern. Und das ist eine Einbahnstraße. Okay. Okay, aufladen. Alles okay. Jetzt liegt es an dir. Viel Glück. Danke. Wann sollen wir jetzt abspringen? Weiß das jemand? Das hat uns keiner genau erklärt. Der Zug ist bereit zur Abfahrt. Alle Soldaten mit Marschbefehl sofort aufsteigen. Jeder Frontsoldat, der auf dem Bahnsteig ist, nachdem der Zug abgefahren ist, wird wegen Desertation erschossen. Warum bist du in die Armee eingetreten? Ich bin meinen politischen Ansichten gefolgt. Also, ich bin wegen der Moneten hier. Und du? Ich? Geh zur Armee, haben sie gesagt. Schau dir die Welt an, haben sie gesagt. Mein Vater war Soldat in der Roten Armee und sein Vater auch. Ist Familientradition. Dann sag mir mal, Lev, ob es auch Tradition bei euch ist, Arme und Beine auf dem Schlachtfeld zu lassen. Sie waren glücklich, diese Opfer bringen zu können. Klar.
Betrunkene und Narren sind auch glücklich. Da ist eine schwarze Kapsel in meinem Munitionsbeutel. Was ist das? Ein Antibiotikum? Nein, das ist Cyanid. Oh. Für den Fall, dass der Feind dich gefangen nimmt. Was? Aber Gott verbietet Selbstmord. Ich würde direkt in die Hölle wandern. Hör zu, Altarjunge. Ein Gefangener der Faschisten wandert sowieso in die Hölle. Glaub mir, mit der Pille geht das schneller. Ich könnte mir niemals selbst das Leben nehmen. Dann gib mir deine Kapsel. Ich würde lieber zwei schlucken, anstatt in einem ihrer Lager zu verrecken. Hm. Je nachdem, wie die Situation ist, würde ich dann auch lieber die Cyan-Kali-Kapsel nehmen. Hat uns nicht davon abgehalten, uns wegen Ideologien gegenseitig umzulegen. Ich bin dabei, durch die Front zwischen Faschisten und Kommunisten zu gehen. Früher haben die schon mal Krieg geführt und die Faschisten haben verloren.